Moin Schleswig-Holstein und willkommen im wunderschönen Flensburg. Und heute mit einer neuen Folge Gesund mit KTV. Es geht heute um die Hülsenfrüchte, also bleibt dran. Bei Gesund mit KTV richten wir uns hauptsächlich an die Vollwerternährung. Und heute, wie schon gesagt, geht es um die Hülsenfrüchte. Doch was sind überhaupt Hülsenfrüchte? Ja. Wusstet ihr, dass Hülsenfrüchte den höchsten Proteingehalt aller Lebensmittel haben? Und wenn ihr diese kombiniert mit zum Beispiel Milchprodukten, mit Eiern oder Getreidesorten, könnt ihr sogar die biologische Wertigkeit erhöhen. Doch was sind eigentlich alles Hülsenfrüchte? Hülsenfrüchte sind zum Beispiel Sojabohnen, Kidneybohnen, grüne Erbsen, Lupine. Hülsenfrüchte haben außerdem eine positive Auswirkung auf eure Gesundheit. Sie haben zum einen viele Ballaststoffe und zum anderen auch viele sekundäre Pflanzenstoffe. Daher ist wichtig, dass die Hülsenfrüchte, die ihr esst, unterschiedliche Farben haben, denn sekundäre Pflanzenstoffe wirken zum Beispiel entzündungshemmend. Ballaststoffe wirken sich auf eure Darmflora aus, das heißt, diese wird verbessert. Also, was lernen wir daraus? Ihr solltet fleißig und viel Hülsenfrüchte essen, mindestens zweimal die Woche. Ein Tipp bei der Zubereitung noch, Hülsenfrüchte sind immer sehr fest in ihrer Konsistenz, daher solltet ihr sie vorher über Nacht einweichen und dann 1 bis 2 Stunden kochen am nächsten Tag. So sind sie besser verdaulich für euch. Neben den zahlreichen Proteinen in den Hülsenfrüchten haben wir außerdem nur wenig Fett dort enthalten und es befinden sich viele komplexe Kohlenhydrate dort. Dies bedeutet, dass euer Blutzuckerspiegel nur sehr langsam ansteigt und das ist besonders geeignet für Diabetiker. Hülsenfrüchte spielen in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Daher versucht mal immer mehr davon zu verzehren. Schaut mal im Supermarkt im Regal danach, welche Hülsenfrüchte ihr vielleicht noch nicht so häufig gegessen habt. Besorgt euch die, denn diese gibt es außerdem günstig zu kriegen. Schon bereits ab 1 Euro kriegt ihr zum Beispiel Kichererbsen oder Kidneybohnen. Ja, das war's auch schon wieder mit unserem kleinen Thema über die Hülsenfrüchte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Fit mit KTV.